Naja, es verhält sich schon etwas ein bisschen differenzierter. Es ist so, dass der IPCC ja nichts anderes macht als die wissenschaftlichen Publikationen, die es in der Welt gibt, zu Klimafragen zusammenführt. In einer großen, langen Fassung von etwa 2700 Seiten, die muss man auch gelesen haben, ich habe die gelesen, da stehen alle möglichen, da werde ich auch zitiert, da kommen auch alle möglichen Kritiker vor. Ja? Dann macht der IPCC aber Folgendes, macht eine Kurzfassung daraus. Und in dieser Kurzfassung kommen alle kritischen, abweichenden Themen nicht mehr vor. Es kommt dann auf einmal vor, dass es noch nie so warm gewesen ist wie heute, obwohl wir wissen, dass im Mittelalter in England Wein angebaut worden ist. Und wir können, natürlich hat man damals noch keine Temperaturen gemessen, aber wir wissen eben auch, dass Erich der Rote zwischen 900 und 1100 in Grönland Getreide angebaut hat. Also es war deutlich wärmer, sonst würde das ja nicht passieren, dass jetzt mit dem rückgehenden Eis, jetzt ist es wieder wärmer geworden, mit dem rückgehenden Eis werden die Gräber und die Stätten, die Wikinger dort angelegt haben, werden wieder freigestellt. So wie der Ötzi zeigt ja auch, es muss wohl doch mal so warm gewesen sein, dass dort, wo der Gletscher ihn jetzt freigegeben hat, er umhergegangen ist. Das sind einfach phänomenologische Tatsachen, die man verdrängt. Und deswegen macht man dann in der Kurzfassung, ich habe eine Reihe von Publikationen gemacht, die zeigen, dass es im Mittelalter nicht nur in Europa, sondern auch in Südamerika, in Australien, in Afrika genauso warm war wie heute. Deutlich. Sie wollen Ihren Gewinn verdoppeln? Die Gewinnblitzfallstudie zeigt, wie ein unbekannter Unternehmer in nur einem Monat seinen Gewinn verdoppelte. Nur für Unternehmer. Klicken, E-Mail eintragen und sofort ansehen. Wärmer als in den letzten 500 Jahren. Aber handelt es sich dann Das steht genau in bei der Ihnen Langfassung drin, in der Kurzfassung nicht mehr. Ja? Ich Ja. will ein anderes Beispiel geben. Und das zeigt eben, dass dann die Wissenschaft zur Politik wird. Denn über die Kurzfassung entscheiden die politischen Delegierten der Staaten des UNO-Sekretariats. Und die haben ein Interesse daran, die Entwicklungsländer, das möglichst dramatisch darzustellen, damit sie große Milliardenbeträge von den Industrieländern bekommen. Und Teile der Industrieländer werden von politischen Kräften gestellt, die offenbar auch ein Interesse daran haben, die Klimakatastrophe so drastisch wie möglich darzustellen, nicht? Das war Deutschland, das ist England, auch die amerikanische Regierung hat das zeitweise gemacht. So, und jetzt passiert eben Folgendes, dass in der Langfassung werden verschiedene Szenarien für 2100 dargestellt, also mit viel CO2, mit wenig CO2. Und in der Kurzfassung kommt dann sozusagen, wird dann die schlimmste CO2-Entwicklung bis 2100, auf die wird sozusagen am Ende die Aussage verkürzt. Das für die Insider, das ist das sogenannte 8.5-Szenario. Das ist ein Szenario, das sagt, wir verdreifachen die CO2-Emissionen in den nächsten 50 Jahren. Das ist völlig absurd. So viel Gas und Kohle gibt es gar nicht auf der Welt, dass man die Emissionen verdreifachen könnte bis zum Ende des Jahrhunderts. Trotzdem rechnet man aber mit diesem Szenario. Warum rechnet man dann? Weil wenn man natürlich die CO2-Konzentration in der Luft verdreifachen würde, ja, dann sehen Sie schon schlimme Effekte, dann sehen Sie 3 Grad, 4 Grad Effekte und das will man erzeugen. Und dann kommen unsere Medien und vereinfachen die ganze Geschichte auf genau diesen Pfad, der völlig irreal ist, wo selbst die Klimawissenschaftler hinterher erschrocken sind und sagen, was habt ihr aus unseren Berechnungen gemacht, aus unseren wissenschaftlichen Untersuchungen gemacht? Ihr habt es ja
auf den Extremfall reduziert, der völlig unwahrscheinlich ist. Das darf man nicht machen. Da gibt es eine Reihe von Wissenschaftlern, die das gesagt haben. Ich sage das auch. Denn der wahrscheinlichste Fall, der passieren wird, ist folgender. Es wird nicht noch ein bisschen zunehmen, weil China und Indien werden noch weiter CO2 emittieren und auch weiter Kohlekraftwerke bauen. Und ab 2050 geht das dann runter. So, das wird passieren. Und wenn man diesen Pfad aber nimmt, dann kommen wir am Ende im Jahre 2060 auf eine Erwärmung von 1,8 bis 2 Grad. Das ist dann, das ist nichts, was eine Katastrophe ist. Aber uns wird ja immer suggeriert, als ob die Welt 2030 oder 40 zu Ende geht, wenn wir uns nicht sozusagen selbst umbringen. Und da muss ich ganz offen sagen, das ist leider immer häufiger, dass man Katastrophen an die Wand malen will, dass man sagt, ja, das wird ja ganz schlimm. Jedes Extremwetter, was wir haben, wird mit CO2 begründet, um bestimmte Politiken durchsetzbar zu machen, um sie akzeptabler zu machen. Und das ist etwas, wo wir klar widerstehen müssen, auch als Wissenschaftler, und sagen, nee, die wahrscheinlichste Geschichte ist, dass wir eine Erwärmung bekommen. Wir haben jetzt schon 1,1 Grad, wir kriegen noch mal ungefähr 0,8 Grad hinzu. Aber das ist etwas, mit der die Menschheit leben kann, auf die kann sie sich einstellen. Nicht? Wir haben hier in Hamburg die Deiche erhöht um 1 Meter, damit kommen wir dieses Jahrhundert gut klar. Und das könnte man natürlich woanders auch machen. Und deswegen wird das Thema leider überspitzt, wenn sich heute junge Leute, die sich ankleben, auf die Straßen fragen, die glauben im Ernst, dass 2030 die Welt untergeht. Die glauben im Ernst, dass die Erde verbrennen wird. Ja? Und das ist nun überhaupt nicht zu befürchten. Ich kann allen Menschen versichern, das ist die Welt wird erstens nicht untergehen und wir werden gut mit dieser Herausforderung klarkommen. Natürlich müssen wir das CO2 in Grenzen halten. Zurückführen werden wir es nicht mehr können, denn das ist nur das, was wir ausgestoßen haben, ist in der Atmosphäre, geht in die See, geht in die Meere. Aber wir können natürlich diese Probleme, die wir haben, bewältigen. Welche Möglichkeiten hat man denn in solch einer Situation, sein Geld in Sicherheit zu bringen? Natürlich sind Sachwerte. Und im Sachwertbereich gibt es zwei große Favoriten. Und der erste Favorit ist Gold. Gold und Silber ist die Krisenwährung Nummer 1. Sehr beliebt, natürlich auch sehr bekannt. Aber was machen Sie denn, wenn zum Beispiel während einer Krise die Geschäfte oder die Online-Shops geschlossen sind? Was machen Sie, wenn gerade alle kaufen wollen? Dann gibt es natürlich nichts mehr zu kaufen, beziehungsweise die Preise sind in solch einer Situation, zu solch einem Zeitpunkt, extrem überteuert. Was machen Sie, wenn Sie zum Beispiel Werte von A nach B transportieren wollen? Im Extremfall vielleicht sogar müssen. 1 Million in Gold sind ungefähr 27 Kilogramm. Haben Sie schon mal 27 Kilogramm in einem schweren Rucksack über längere Zeit getragen? Oder Sie wollen Gold unbemerkt in ein Flugzeug bringen. Wobei ich Sie jetzt wirklich nicht auffordern möchte, am Zoll vorbei Gold in ein Flugzeug zu transportieren. Aber Sie werden mit großer Sicherheit nicht durch den Scanner kommen. Und man wird es Ihnen mit fast hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit, wird man es Ihnen abnehmen. Sie können heute nicht so einfach 1 Million in Gold durch die Gegend karren. Und eine weitere Frage in Bezug auf Gold, wie ist es mit der Meldepflicht? Warum gibt es diese Meldepflicht? Wussten Sie, dass jeder Goldkauf über 2000 Euro gemeldet wird? Und haben sich dabei schon mal gefragt, warum muss man überhaupt einen Goldkauf melden? Warum will der Staat wissen, dass Sie Gold zu Hause haben? Es steht in keiner Einkommensteuererklärung und es wirft auch keine Zinsen ab. Es fällt auch keine Kapitalertragssteuer an, die Sie abführen müssten. Also warum will der Staat wissen, warum Sie Gold besitzen? Meine Erklärung, ganz einfach, damit man am Ende ganz genau weiß, wo man es im Notfall wieder abholen kann. Der zweite große, scheinbar sichere Sachwerthafen sind Immobilien. Sehr beliebt als Sachwertanlage. Nur ist Ihnen dabei bewusst, dass man
über die Grundsteuer jederzeit auf ihre Immobilie direkt zugreifen kann. Und das hat man schon gemacht. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden auf alle Immobilien Zwangshypotheken eingetragen. Und zwar 50% bezogen auf den geschätzten Immobilienwert. Und über 30 Jahre hinweg mussten dann die Besitzer dieser Immobilien über eine erhöhte Grundsteuer das Geld zurückbezahlen. Auch jetzt sind schon wieder Bestrebungen im Gang, erhöhte Umlagen auf Immobilienbesitzer festzulegen. Doch es gibt noch eine dritte Möglichkeit, an die niemand denkt, und die in Deutschland noch relativ unbekannt ist. Eine wirklich super Alternative, nichts Digitales, mit echten Werten hinterlegt, die seit Jahrhunderten den Beweis erbracht hat, dass sie Vermögenswerte erhalten hat und auch gerettet hat. Und wenn Sie wissen möchten, was das ist, klicken Sie einfach auf den Like, teilen Sie dieses Video und ich verrate Ihnen gerne, um was es dabei geht.